So, und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Viviad. Wir sind hier in dem guten, alten, dubiosen, gruseligen Haus stehen geblieben. Das letzte Mal haben wir noch abspeichern können. Und jetzt liegt es an mir, oder an uns, sagen wir mal, herauszufinden, wie wir hier weiterkommen. Genau, ich musste gerade mal kurz Revue passieren lassen, was alles passiert ist. Wir waren im Keller unten und dann haben wir diese Schaufensterpuppen gesehen. Zusätzlich haben wir hier diese ganzen dubiosen Figuren hier. Bei der hier wissen wir ja immer noch nicht, was das bringt. 6 Arme, genau, und den Knopf, den kann man auch drücken. Ich frage mich halt immer noch, ob das irgendeine spezielle Reihenfolge ist, ne? Rechts Mitte, links Mitte, links unten, links oben, rechts unten, rechts oben. Könnte man sich sogar vielleicht merken. Wer weiß. Und hier rüber kommen wir halt auch nicht wirklich, ne? Oh, der Boden ist zusammengebrochen. Ich werde nicht einfach daran vorbeigehen können. Ist das ein offenes Fenster am Ende des Korridors? Ich denke schon, das sieht danach aus. Warte mal, das Fenster ist offen und das Fenster ist offen. Vielleicht? Riskant, aber vielleicht könnte ich die andere Seite erreichen, wenn ich über den Sims balanciere. Ein Absturz könnte jedoch tödlich sein. Oder tödlich enden. Ein heftiger Windstoß könnte mich umhauen. Vielleicht schaffe ich es, wenn ich mich an der Wand festhalte. Wollen wir es riskieren, Leute? Ich denke mal schon, ne? Okay, so kann man sich festhalten. Ich denke es zumindest. Wir wollen nicht runterfallen. Wir wollen nicht runterfallen. An der Stelle, wenn euch diese speziellen Arten von Spielen gefällt, jetzt zum Beispiel diese Pixel, zum Beispiel die Pixel-Grafik hier so ein bisschen, bewertet ruhig an der Stelle das Video oder schreibt mir ein nettes Kommentar. Da würde ich mich freuen. Oh, nein, 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 ich habe zu früh losgelassen. Scheiße. Du bist gestorben. Du bist schlecht. Ah. Müssen wir nochmal probieren. Das ist, wenn man wieder zu viel redet. Also. Noch einmal. Gut. Und jetzt nochmal klettern und diesmal kurz konzentrieren. Nicht zu früh loslassen. Also wirklich erst, wenn die Blätter aufhören, so zu wackeln. Oder so im Winde zu wehen. Wir schaffen das. Komm, wir haben schon über die Hälfte. Jetzt, komm. Och, verarsch mich doch nicht. So. Jetzt. Perfekt. Dann gucken wir uns doch mal ein klein wenig hier um. Das sieht aus wie so ein Bärkopf oder sowas. Ich kann mich selbst nicht dazu bringen, durch den Spiegel zu schauen. Sie... Seit Tagen ist ihre Erscheinung nicht mehr menschlich. Alles ist... Nein. Ich kann nicht mehr hinschauen. Ich erkenne mein eigenes Spiegelbild nicht mehr. Was geschieht mit mir? War das nicht das, was ich begehrt habe? Warum betrügt mich mein Verstand? Alles noch sehr, sehr... Ganz toll. Noch eine grauenvolle Skulptur. Ich kriege Gänsehaut von dem Anblick. Also langsam, erfahren wir hier vielleicht ein bisschen mehr... Ich weiß es noch nicht wirklich. Da ist ein großes Schlüsselloch in einer Art Mechanismus. Also wenn wir einen Schlüssel haben, können wir es da probieren. Das haben wir im zweiten Raum. Oh, guck mal. Du hast bekommen rotes Buch. Perfekt. Was können wir damit machen? Ein Buch mit rotem Einband. Es handelt von Weichtieren, zum Beispiel Muscheln, Schnecken, Oktopoden, Riesenkalmare etc. Ich muss nur gerade gucken, ob ich am Aufnehmen bin. Ich fürchte, das wird hier nicht funktionieren. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ist das da? Nichts. Badewanne wieder Blut. Ekelhaft. Tote und stinkende Insekten. Das war's aber schon wieder.
kein Wasser. Müssen wir wieder zurück? Von hier kommen wir nicht zurück, ne? Ich habe die Befürchtung, wir müssen wieder zurück, ja. Der Stuhl hier noch? Nö. Also, dasselbe Spiel nochmal. Ich frage mich jetzt aber ernsthaft an der Stelle, ob es wirklich noch einen anderen Weg gegeben hätte, darüber zu kommen. Weil man hatte ja die Wahl gehabt, es zu riskieren oder einen sichereren Weg zu finden. So, jetzt haben wir es geschafft. Lasst uns jetzt nochmal systematisch alle Räume abchecken. Weil ich habe so das Gefühl, sind wir wieder da, wo wir... Warte. Eine klassische Flaschenpost. Nett. Ja, das ist ja auch geil gemacht. Können wir das Bild angucken? Nee. Auch nicht wirklich. Das lässt sich nicht öffnen. Überall Blut. Was hat das hier mit diesem Wappen auf sich? Im Innern sehe ich ein Wappen. Es scheint am Sockel befestigt zu sein. Außerdem sind zwei Knöpfe. Ich frage mich, wofür die gut sind. Vielleicht müssen wir ein bisschen warten. Kannst du nicht sagen. Es passiert aber auch nichts, ne? Da muss man doch irgendwas machen können. Hat das was mit diesen... mit dieser Skulptur auf sich, aber ich habe nur Pfeile und links und rechts. What the fuck? Jetzt habe ich mich richtig erschreckt sogar. Das Wappen löst sich von seiner Verankerung. Ich schwöre Leute, ich habe jetzt einfach irgendwas gedrückt. Ich habe ein Emblem bekommen. Oh. What the hell? Ugh. Wow. Ich habe Glück, dass ich mich nicht dass ich mir nichts gebrochen habe. Guck mal, ich bin auf. Ist das mein Blut? Die alte Tischdecke ist voller Schimmel. Die ehemalige Eleganz wird komplett durch faules Essen verdorben. Guck mal, da liegt noch ein Buch. Ich sehe die Leute da oben sitzen. Die alte Tischdecke ist... ist dem das egal, das hier? Also... Ah. Ah, das ist wieder so eine Puppe. Eine große, lebensechte, weibliche Puppe. Aber ist es eine Schaufensterpuppe? Auf dem Kopf hat sie eine Art roten Anstrich. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, roten Anstrich, die ist am Bluten. Das ist sicher ein Zombie oder irgend sowas. Was haben wir noch? Ein Auge. Guck dir das an. Ein widerlicher, riesiger Augapfel aus Porzellan. Wie kann man nur auf die Idee kommen, ein Zimmer damit zu dekorieren? Eine alte Standuhr aus massiver Eiche. Sieht aus, als hätte sie seit Jahren nicht mehr geläutet. Hm, die Uhrzeiger sind noch recht leichtgängig. Recht leichtgängig. Oh, wir können sie sogar bewegen. Oh. Nee. Keine Chance. Nichts. Also wir können damit sicher irgendwas machen, aber wir brauchen dann auch
Das waren ja römische Zahlen, wie oben bei den, bei diesem mit Wasserfarben gemalten Bild. Von diesen, ganzen Weichtchen. Das Bild zeigt zwei raufende Kinder. Es erscheint mir, erinnert mich an Felice und mich, als wir jünger waren. Ein großer Schminkspiegel, hier gibt es nichts zu sehen. Nur mein eigenes, mürrisches Spiegelbild. Verschlossen. Oh, wir kommen nicht raus. Okay. Okay, okay. Jetzt können wir mal gucken, ob wir das Buch vielleicht benutzen. Ah, das Emblem haben wir auch noch. Aber ich will gucken, ob wir das Buch benutzen können. Nee, das Emblem auch nicht. Was steht hier eigentlich? Ein, wie ein Schild geformtes Emblem. Es ist leicht und besteht anscheinend aus einer Art Wachs. Okay, was sollen wir machen? Was ist das hier? Nichts. Hier sind ja nur Fenster und keine Türen. Wir müssen die Uhr irgendwie einstellen, glaube ich. Aber auf wie viel Uhr? Verstehe ich nicht. Was ist Zugänglichkeit? Oh, man kann sogar mit Gamepad spielen, cool. Nein. Was für eine Uhrzeit soll ich denn einstellen? Ich habe absolut keine Idee. Kann ich die andere Schaufensterpuppe auch noch ansprechen? Nee. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also die Zahlen stimmen schon mal. Ich habe gedacht, vielleicht ist irgendwas falsch. Was machen wir am besten? Wollen wir mal 6 Uhr machen? Nichts passiert. Ich kann ja nicht immer einfach raten. Es muss irgendwo einen Hinweis hier geben. Das Buch kann ich nicht angucken. Ich fürchte, das wird hier nicht funktionieren. Das Emblem auch nicht. Braucht ihr mir gerade gar nicht vorschlagen. Verschlossen. Und was ist das hier? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Soll ich schnell nachschauen? Ich stelle sie mal auf Punkt 12, ist auch nichts. Leute, ich glaube, ich gucke kurz nach. Oder warte, ich stelle sie mal auf 3 Uhr. Warum 3? Weil hier 3 Platten fehlen. Ich mache jetzt einfach mal diese dumme Überlegung. Manchmal muss man einfach auch mal um 10 Ecken denken. Nichts. Na gut, hier fehlt auch noch eine Platte. 4 Platten sind es dann. Wo fehlen? Hört man was, wenn man... Nee. Auf 2 Uhr, weil 2 Schaufensterpuppen da sitzen? Auch nicht. Okay Leute, dann schaue ich kurz nach. Gebt mir kurz eine Minute.
So, ich habe jetzt nachgeguckt. Eigentlich müsste man wirklich hier mit dieser Schaufensterpuppe... Also mit... Das ist Verlies hier. Aber ich kann ja nicht mit der reden. Ah, jetzt geht's. Oh, man musste im richtigen Winkel bei der stehen. Ey, das ist aber gemein gemacht, ey. Ohne Scheiß. Verlies, schläfst du? Ich muss sie aufwecken und hier rausholen. Verlies. Verlies, wach auch, bitte. Jules? Du bist es. Wo warst du? Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht. Komm schon, wir müssen hier raus, bevor... Raus hier? Nein, das werde ich nicht. Ich will nicht. Viviette, wir sind jetzt Freunde. Ich möchte hier bei ihr bleiben. Viviette? Siehst du sie nicht? Du redest von der Puppe da drüben? Was? Nein. Nicht du auch noch. Wie kannst du es wagen? Verlies, es tut mir leid. Ich wusste nicht. Sie versteht mich. Sie ist nett. Im Gegensatz zu deinen Freunden. Sie glaubt mir. Wir haben Tee getrunken. Ich habe ihn selbst angerichtet. Nur wir zwei. Hier, Jules. Ich habe dir auch etwas aufgehoben. Es ist unhöflich, nicht zu trinken. Du wirst sie verärgern. Okay, aber danach denke ich, dass es Zeit wird, sich von diesem neuen Freund zu verabschieden und für uns nach Hause zu gehen, okay, Felice? Ja, jetzt passiert 100 pro irgendwas. Was ist das? Schmeckt er dir? Er ist aus mehreren Tees und anderen Kräutern gemacht. Viviette brachte mir das Rezept bei. Bam. Overkill. Mir ist schwindelig. Der Tee... Idiotisch. Das war idiotisch, Jules. Okay, sie ist anscheinend nicht mehr da. Vielleicht ist die Tür. What the fuck? Können wir raus? Warte mal. Die hat sich bewegt. Da steht wieder noch dasselbe Zeug. Okay, ich weiß, wo wir sind. Aber das ist jetzt alles nicht mehr lustig. Wir haben immer noch das Emblem, genau. Das wie ein Schild geformt ist. Das würde ich hier einsetzen. Kann ich. Genau. Ah, das funktioniert. Nice. Jetzt haben wir einen Schlüssel gekriegt. Du hast bekommen Maestro-Schlüssel. Okay. Okay, wo war das Maestro-Zimmer nochmal gewesen? Oha. War das ein Schrei? Wir gehen wieder. Ciao. Nee, ey, wir müssen da lang. Scheiße. Vor allem, ich muss mal speichern. Ich glaube, gerade in dem Zimmer hier konnte man noch speichern, oder? War da nicht ein Buch? Nee. Verdammt. Man kann ja sterben hier in dem Spiel. Das ist ja das Schlimme. Oha. Was ist das jetzt schon wieder? Wer könnte einem armen Tier so etwas antun? Moment, das ist... Was ist das denn? Da ist Verlies. Verlies? Was hast du getan? Dies ist kein Spiel. Wir müssen gehen. Was stimmt bloß nicht mit dir? Wow, die ist komplett durch. Verlies, was ist mit dir passiert? Verlies, Lügner! Du willst mich wieder in diesen schrecklichen Ort einschließen. Eigentlich nicht, nö. Hör auf, du machst mir Angst. Du bist wahnsinnig. Komm nicht näher. Bleib stehen. Wir müssen weg. Tschüss. What the fuck?
Wo muss ich hin? Folgt sie mir? Oh, warte, hier speichern wir erstmal. Perfekt. Die will uns sicher umbringen. Was hat das jetzt nochmal ausgelöst, dass wir das Ding hier eingesetzt haben? Ah, wir haben den Schlüssel bekommen, genau, vom... Ah, ich habe das Emblem wieder genommen. Auch nice, okay. Für den Maestro sein Zimmer. Ich hoffe, die wartet jetzt nicht dort. Okay. Verdammt, wir müssen an der vorbei. Oh, das funktioniert. Nice. Okay. Zugesperrt. Ja, ich weiß, aber wir haben den Schlüssel. Da. Es ist zu dunkel. Oh, nö. Rein, rein, rein. Licht aus. Okay, nee. Das hat funktioniert. Wo sind wir jetzt hier? Das sind echte Menschen. Das sind keine Puppen hier. Scheiße, okay. Was haben wir hier? Warum kommt jemand auf die Idee, eine Puppe zu zerstückeln? Das ist keine Puppe. Schon der bloße Anblick widert mich an. Du hast bekommen einen Eimer. Wofür auch immer. Was haben wir hier? Abgesehen von verfaulten Essensresten und Schrott sehe ich nichts von Bedeutung. Hier gibt es nichts Nützliches. Abgesehen, ja, okay. Wäh. Verfaulende Überreste von toten Tieren. Wie lange liegen die da schon? Ich sehe nicht besser nicht genau hin. Was haben wir da noch? Nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Verschlossen. Das Schlüsselloch ist sehr klein. Okay, wir haben den Wassereimer gekriegt. Jetzt muss ich aber überlegen, wofür wir den brauchen. Ein paar Küchenutensilien im Regal, sonst nichts. Ja, okay, wir müssen wieder raus. Das steht schon mal fest, dafür mache ich das Licht schon mal aus. Haben wir hier noch irgendwas? Ist die noch da? Ich sehe sie nicht. Nee, die ist weg. Passt. Nein, 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 nein. Komm schon schnell. Ey, geht's noch? Shit. Die ist sogar schneller als wir. Boah. Lauf, 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 lauf. Wow. Die folgt uns sogar durch die Räume, die dumme Nuss. Nein, verpiss dich. Verpiss dich. Ich speicher. Okay, meine Leute. Ich werde an der Stelle den Part beenden. Wir sind nämlich schon bei 25 Minuten angekommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, ihr seid morgen auch am Start. Habt einen schönen Abend. Euer Nier. Ciao.